Hi Gwyneth, ich habe einen fantastischen Vielgefreitag. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Woche. Der 21. Juni haben wir schon, Summer Solstice. Oh, nur noch 3 Tage, dann haben wir schon 6 Monate nur bis Weihnachten. Okay, nein, konzentrieren wir ein bisschen mehr auf den Sommer im Moment noch. Unsere Gärten sind alle so schön, die Sonne scheint, ein bisschen Regen dazwischen wäre nicht schlecht, aber okay. Diese Woche war wieder interessant. Wieder interessant, weil einige Klienten, mit denen ich gesprochen habe, sich deprimiert will ich nicht sagen, aber sie haben das Gefühl, dass das Geschäft einfach ein bisschen langsam läuft, weil sie nicht die Reaktionen, weil sie nicht die Likes oder Loves oder Kommentare auf Social Media bekommen. Und das kann natürlich zu Problem werden, wenn man sich nur damit beschäftigt, beziehungsweise nur damit messt, wie erfolgreich man ist oder nicht. Ich meine, wir haben schon einige blöden Geschichten gehört in den letzten Jahren von jungen Frauen, die sich posten, posten, posten und wenn die nicht innerhalb von einer Minute 100 Likes bekommen haben, streichen sie, löschen sie schon wieder das Foto, machen der nächste. Aber wenn du im Geschäft bist und du wirklich nur dich darauf verlässt, wie andere Menschen auf deine Posts reagieren, dann kann es ein ziemlicher Rollercoaster werden. Denn die Sache ist die, wenn du eine Reaktion auf irgendwas bekommst, eine positive Kommentar oder was auch immer, eine der Chemikalien, die wir produzieren, ist Dopamin, bum, 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 super, geht gut, geht gut, geht gut. Und am nächsten Tag bist du wieder runter. Es ist aber eine Tatsache, dass immer mehr Menschen auf Social Media sind. Immer mehr Menschen sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest und so weiter. Und wir haben nicht alle Zeit, 2 oder 3 Stunden all die Posts durchzuschauen und auf jeder Post einen Kommentar oder was weiß ich. Und noch dazu die Algorithms von Facebook und LinkedIn. Sie versuchen dir auch das Interessanteste für dich zu zeigen. Und Werbung und was weiß ich. Es ist unmöglich, dass andere Menschen nur auf dich konzentriert sind, wenn die nicht vielleicht mit dir verwandt sind oder wenn die unheimlich viel Geld ausgegeben haben für ein Produkt, den du verkaufst oder wie auch immer. Aber pass bitte auf dich auf, weil wenn du dein Business mit dem vergleichst, diese Likes oder Nicht-Likes, wenn du dann darauf reagierst, indem du denkst, naja, das funktioniert nicht, ich mache es nicht, und dann hörst du auf, na gut, dann geht sowieso alles im Bach runter. Es ist viel wichtiger, kleine Babyschritte zu nehmen, zu machen, als gar nichts. Und wenn du dich damit abfinden kannst, dass du die Gedanken von anderen Menschen nicht beeinflussen kannst, wird das Leben viel einfacher. Es ist viel, viel wichtiger, das zu feiern, dass du diese kleinen Schritte nimmst, als dass du deinen Erfolg auf diese Likes und Reaktionen, Kommentare messen tust. Messen? Measure, wie auch immer. Du bist es wert. Kleine Schritte sind viel besser als großer Enthusiasmus. Ja, Likes, Likes, Likes. Und dann einmal nichts. Du kannst nichts dafür, was andere Menschen denken. Du kannst auch nichts dafür, wie die Algorithms auf Facebook, auf diese ganzen Social Media Plattformen reagieren. Du kannst nichts dafür. Du kannst nur dein Bestes geben. Und Babyschritte, consistently, sind viel, viel besser als diese hoch und runter, hoch und hinunter. Und ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Vielgefreitag, ein wunderschönes Wochenende. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und tschüss.